zu einem Sturmschaden in die Schulstraße im Stadtteil Karlstadt gerufen. Hier hat sich auf einer Kirche das Kreuz wohl ein wenig gelockert und bewegt sich gerade stark im Wind. Es ist im Moment noch nicht so ganz klar, ob das den Wind standhält. Und wir sind jetzt mit rund 20 Einsatzkräften hier vor Ort, haben den Bereich großräumig abgesperrt, um schon mal die Gefahr auszuschließen, dass Menschen verletzt werden können, und sind gerade im Inneren mit Höhenrettern unterwegs, um jetzt sich genauer den Ort anzuschauen und Sicherungsmaßnahmen dann auch einzuleiten. Genau, also die Höhenretter sind jetzt im Inneren des Turms hochgestiegen, können jetzt in diese Kuppel noch einsteigen, und von da aus wird jetzt geguckt, inwieweit eventuell von innen eine Sicherung dieser Spitze möglich ist. Die Spitze, das ist von hier unten nicht so ganz zu erkennen, wackelt schon mal. Es ist nicht ganz klar, ob die sich einfach nur losgewackelt hat und abgenommen werden muss oder ob die vielleicht sogar von innen einfach nur gesichert werden kann. Und dafür sind die Einsatzkräfte jetzt gerade dort im Turm vor Ort. Heute sind ja Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h in der Spitze hier für Düsseldorf angekündigt. Das beschäftigt uns natürlich schon. Wir haben schon rund 20 Einsatzstellen jetzt im Laufe des Tages abgearbeitet und laufen aktuell auch noch. Das meiste waren umgestürzte Bäume oder lose Fassadenteile oder Dacheindeckungen, die gesichert werden mussten. Bis jetzt konnten wir allerdings, gab es noch keine Verletzten im Zusammenhang mit dem Sturmtief Klaus hier in Düsseldorf.